Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Sportfreunde Lotte vor dem Heimspiel gegen Fortuna Köln am Samstag um 14 Uhr hier im Frimo-Stadion. Ich darf unsere Gäste begrüßen, Nils Rube, unseren Trainer, und Michael Schulze, unseren Abwehrspieler. Michael, an dich die erste Frage. Ihr seid die letzten 5 Spiele ungeschlagen, habt zu 0 gespielt. Was macht euch so stark? Ist es die Coolness, die Cleverness oder was würdest du sagen? Ich glaube, das ist der Teamgedanke. Jeder stellt sein eigenes Ego so ein Stück zurück und jeder haut sich rein für das Team. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis zur Zeit. Mit 69 gelben Karten seid ihr hinter Uerdingen, glaube ich, oder habt ihr die zweitmeisten gelben Karten? Ist die faire Härte auch ein Aspekt, dass die Gegner Respekt vor euch haben? Ob die Gegner Respekt davor haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das gehört in der dritten Liga dazu, dass man eine gesunde Zweikampfhärte an den Tag legt. Und ja, ist halt so, gell? Wir Matze im Team. Matze, der haut alles weg, ne? Genau so sieht's aus. Nils, wie schätzt du Michael ein? Er ist ja einer der besten Abwehrspieler der dritten Liga, kann man sagen. Er bekommt regelmäßig gute Noten. Habe ich nachgeschaut. Ich weiß nicht, wer ihm die Noten gibt. Ja, vielleicht auch mal der Trainer. Was sagt er denn dazu? Die Experten, die vermeintlichen Experten in verschiedenen Medien, Also erstmal sehe ich ihn nicht als Abwehrspieler, sondern guck, er freut sich schon, sondern als polyvalent einsetzbaren Defensivspieler. Polyvalent einsetzbar, das heißt auf Außenverteidigerposition auf 6. Jetzt hat er auch, glaube ich, schon mal auf Doppel-6 oder als einzelne 6 in der Dreierreihe gespielt, wo er auch zwischen die Innenverteidiger reinarbeiten kann. Ich glaube, das ist irgendwo auch sein oder dein dein Qualitätsmerkmal, weil du einfach sehr, sehr schnell neue Positionen adaptierst, auch diese Umstellung ins Zentrum, die jetzt ja schon ein paar Wochen und Monate da oder schon her ist, praktisch so angenommen hast, wie was wir uns auch davon versprochen haben, nämlich unheimliche Laufstärke mit eingebracht hat, eine sehr hohe Positionsdisziplin, ein sehr einfaches, strukturiertes Spiel, was in dem Fall absolut positiv gemeint ist, weil Einfachheit auf dieser Position extrem wichtig ist, sich nicht immer wieder rauslocken zu lassen, gerade mit Ball, sondern halt praktisch eine gewisse Seriosität in seinem Spiel zu haben. Und Schulter hat es gerade schon richtig gesagt, was die Mannschaft ja auch defensiv auszeichnet, ist ganz einfach dieser Teamgedanke und die Mentalität. Und ich glaube, du stehst sinnbildlich für das, was diese Mannschaft auszeichnet, nämlich dieses Wir-Gefühl tagtäglich zu leben. Da werde ich ja fast rot. Brauchst du nicht. Ja. Habt ihr Fragen? Ja, aber du bist ja in einem ganz gefährlichen Alter, du bist 30 Jahre alt, da sind ja in letzter Zeit einige Spieler aussortiert worden. Oh ja. In Deutschland habe ich, glaube ich, fühlst du dich noch absolut fit zum alten Eisen? Ich fühle mich absolut fit. Ich glaub, die Tests, die wir so hin und wieder mal machen, zeigen es auch, dass ich körperlich auf jeden Fall noch einiges zu bieten habe und noch lange, lange, glaube ich, auf dem Niveau spielen kann. Ich fühle mich aktuell mega wohl auf meiner Position im Zentrum. Es hat mir mega Spaß gemacht, irgendwie so eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung anzunehmen und mich da reinzufuchsen. Ich habe natürlich davor jahrelang gerade auf der rechten Seite gespielt. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass ich mich im Zentrum wohler fühle. Jetzt auf das Spiel am Wochenende gegen Fortuna Köln. Wie schätzt du Fortuna Köln ein? Sind die aufgrund ihrer Tabellensituation vielleicht noch ein bisschen zum Sieg verdammt, dass sie so ein bisschen unten wegkommen? Oder wie schätzt du einfach das Spiel ein? Wie erwartest du Köln? Also erstmal muss man sagen, dass Köln eine Mannschaft ist, die sich ja einfach in den letzten Wochen extrem stabilisiert hat, weil ich erinnere mich noch so vage an einige Ergebnisse in Anfangszeiten nach dem Trainerwechsel und auch was dann da drumherum geschrieben wurde und was dort passiert ist. Und dann nochmal so den Turnaround zu schaffen in den letzten Wochen und auch nach der Winterpause und letztendlich so stabil zu sein. Ich glaube, sie haben in den letzten
sechs Spielen mindestens, glaube ich, 9 Punkte geholt oder irgendwie sowas. War immer sehr knappe Ergebnis, haben sehr, sehr wenig Gegentore zugelassen im Vergleich zu der Anfangszeit nach dem Trainerwechsel. Und das zeigt einfach nur, welche hohe Qualität diese Mannschaft hat. Das war uns aber auch schon im Vorfeld bewusst, weil ich kann mich noch gut ans Hinspiel erinnern. Für mich ist Köln eine Mannschaft, die von der Qualität her nicht in diese Tabellenregion gehört. Das zeigt einfach nur, wie unberechenbar diese Liga ist und wie wichtig es ist, halt einfach eine sehr, sehr stabile Situation um die Mannschaft herum zu schaffen. Und insofern erwarte ich ein brutal enges Spiel, wo es wieder auf Kleinigkeiten ankommen wird, wo es wieder darauf ankommen wird, auch eine gewisse Ruhe und Geduld zu haben in unseren Abläufen, weil ich erwarte schon irgendwie einen Gegner, der auch eine gute Ordnung hat. Eine gute Kompaktheit hat, wo wir am Ende des Tages auch wahrscheinlich den längeren Atem haben müssen. Ja, das heißt einfach, dass wir schaffen müssen, auch was uns, glaube ich, in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, irgendwo über 90 Minuten und den Konzentrationsgrad hochzuhalten, unsere Abläufe und unseren Matchplan durchzuziehen. Und das wird wahrscheinlich morgen das Entscheidende oder das Zünglein an der Waage sein. Ja, auf jeden Fall. Also zum einen müssen wir auf jeden Fall Kölns Umschaltmomente kontrollieren, weil sie gerade nach Balleroberung für mich eines der besten Teams der Liga sind. Da müssen wir eine sehr, sehr gute Restverteidigung haben, vor allen Dingen ein gutes Gegenpressing haben, was wir auch in den letzten 2 Wochen gesagt habe, dass wir uns da weiterentwickeln müssen oder wieder besser werden müssen. Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz großer Faktor. Zum anderen müssen wir natürlich auch mit Ball halt es schaffen, ganz einfach noch mehr tief in unser Spiel reinzubekommen, um überhaupt und trotzdem auch die Abstände eng zu halten, um auch diese gegenpressigen Momente haben zu können. Also mehr Tiefe im Spiel mit dem eigenen Ball, auch noch mehr Ruhe im Spiel mit dem eigenen Ball zu haben. Das heißt, es ist ein ganz anderes Spiel und das ist halt irgendwo auch der Reiz der dritten Liga als noch in Zwickau. Es ist dann so, also ich glaube, in Zwickau ging es einfach darum, und das ist jetzt natürlich auch wieder der Fall, die zweiten Bälle zu kontrollieren, aber halt viel mit langen Bällen gespielt, wo das wird Köln nicht machen, nicht so verstärkt oder nicht so extrem machen. Aber ich glaube, dass das Defensivverhalten letztendlich auch immer unser Faustpfand sein muss. Ja, also es wird ja, die einen loben unsere Serie, ja, dass wir halt einfach defensiv sehr stabil sind. Die anderen reden von unattraktiven Spielen, wie ich gelesen habe in dieser Woche. Ich glaube einfach, dass wir taktisch unheimlich gut aufgestellt sind, so würde ich es ausdrücken. Und dass wir eine gute Struktur in unserem Spiel haben. Und wenn es darum geht, irgendwie ein Spektakel zu sehen, dann muss man sich vielleicht mal die Champions League angucken. Aber ich habe jetzt keine Mannschaft gesehen, die eine andere Mannschaft irgendwie über Ballbesitz dominiert bisher in dieser dritten Liga. Und insofern ist unser Defensivverhalten, unsere Arbeit gegen den Ball immer unsere Basis. Es sollte auch immer so sein und es zeigt auch einfach dieses Wir-Gefühl und das sind nicht nur die 3, 4, 5 Leute, die gerade genannt wurden, sondern es fängt ganz vorne an, wenn wir da kein gutes Anlaufverhalten zeigen, wenn wir da nicht drin sind im Zweikampf, wenn wir keine guten Abstände haben, wenn wir nicht gut ausdrehen auf den 8er-Positionen, da könnte ich jetzt unendlich drüber philosophieren, dann werden wir hinten auch das nicht wegverteidigen können. Also insofern geht es darum, einfach komplett gute Ordnung zu haben, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten, das ist von Nummer 1 bis Nummer 11 von den reinen Positionen her. Also eins habe ich jetzt gelernt im Laufe dieser letzten Wochen und Monate, dass es egal ist, ob man gegen eine Mannschaft spielt, die gerade aktuell unter uns ist, oder ob man gegen Karlsruhe, Uerdingen oder Osnabrück spielt. Weil wir werden nach diesen drei Spielen rechnerisch in keiner Region sein, wo wir irgendwie sagen können, wir haben unsere Ziele erreicht. Wir werden aber auch in keiner Situation sein, dass wir sagen können, wir haben unsere Ziele verfehlt. Also insofern, jetzt ist erstmal Fortuna Köln. Und für uns geht es darum, diese Woche einfach organisatorisch sehr gut zu planen. Weil das ist schon eine Herausforderung, in diesen 7 Tagen 3 Spiele zu haben, wo wir, glaube ich, die einzigste Mannschaft sind, die auch auswärts spielt und so eine weite Fahrt auf Mittwoch dann nochmal zurück machen muss. Das ist ja nicht ohne, weil ich glaube, alle anderen haben irgendwie Karlsruhe oder Gott weiß was, die fahren irgendwie 200 Kilometer und können dann zu Hause pennen. Also es ist schon ein organisatorisch und logistischer Aufwand, 2 Tage später dann wieder gegen Kaiserslautern zu spielen. Das heißt, rein sportlich gesehen beschäftige ich mich nur mit Fortuna Köln. Rein logistisch und organisatorisch gesehen müssen wir uns natürlich schon damit beschäftigen, wie können wir in all diesen 3 Spielen sportlich maximal erfolgreich sein. Und das ist halt die größte Herausforderung, die sich für uns irgendwo gerade aktuell im Team stellt, als Trainer und alle Beteiligten. Also das bezieht sich jetzt auf die 3 Spiele quasi. Genau. Das zurückliegende und die beiden bevorstehenden.
Ja, Köln jetzt und dann halt vor allem das Jena-Spiel, ja. Ne, weil das, wie gesagt, wir spielen mittwochs abends 19 Uhr. Wenn wir von dort nach Hause fahren würden, wären wir nachts um 6 Uhr oder 5 Uhr zu Hause. Das heißt, das wäre schwierig. Ja. Ja, weil wie soll der Biorhythmus bis Samstag 14 Uhr wieder eingestellt werden? Deswegen finden da gerade Überlegungen statt, wie wir das optimieren können. Ja. Ist da sonst innerhalb der Mannschaft nur Köln ein Thema oder auch schon die indische Woche? Also ich habe bisher in der Mannschaft nur Köln gehört. Also ich glaube, damit sind wir bisher gut gefahren, dass wir uns wirklich auf die nächste Aufgabe konzentrieren und nicht schon 3-4 Wochen im Voraus planen. Genauso wenig, wie wir uns irgendwie in den letzten Wochen auf irgendeinen vermeintlichen Erfolg ausgeruht haben. Also bisher sieht es echt gut aus, dass im Team wirklich nur Köln im Kopf herrscht und der Rest ist ausgeblendet. Ich glaube, Köln, Trainer, der Nils hat schon gesagt, ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall eigentlich von dem her, wie sie aufgestellt ist, weiter oben stehen könnte. Die sind ich finde sie gerade nach vorne hin immer wieder gefährlich. Haben Damani, haben jetzt Hartmann, Scheu auch, die uns da auch vor eine große Aufgabe stellen werden. Und ja, also Erinnerungen im Hinspiel sind eher positiver Torjubel über Jonas sein Tor. Hartmann fehlt, glaube ich, nicht? Der ist der ist verletzt. Der ist verletzt. Das wusste ich nicht. Alex fällt aus, fünfte Gelbe. Genau. Justin ist noch nicht wieder so weit, dass er in den Kader könnte. Der hat einfach eine Belastungsreaktion der Körper gezeigt nach dem harten Training in den letzten Wochen. Das heißt, er steht auch gar nicht zu. Nein. Nein. Jetzt muss ich überlegen. Ansonsten eigentlich nicht. Thomas Blomeyer musste pausieren gestern aufgrund einer, was hat er nochmal, am C, irgendwie einer Verletzung am Fuß, am C, glaube ich. Ja, am dicken C. Ja, wo er sehr, 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 was sehr schmerzhaft ist und ansonsten, nö. Was ist mit Joran? Joran ist wieder voll dabei. Ja. Ja. Wenn Alex hinten rechts ausfällt, in der fünften Gelben, wer könnte ihn ersetzen? Michael Schulze ist im defensiven Mittelfeld gerade sehr gut in Form. Ist er eine Lösung? Ist es eher schwierig, ihn da rauszunehmen? Und wenn nicht, wer könnte es machen? Ist Giron oder Sascha, sind die eine, die auch rechts spielen können? Das müsste man taktisch nochmal sehen, wie das aussieht, weil man natürlich guckt, passt irgendwie ein Linksfuß auf der Situation vom Anlaufverhalten von Köln, ob man schneller Druck auf den linken Fuß richtet oder auf den rechten. Nur Awassi hat es jetzt ein paar Mal schon gespielt im Training und auch damals in Braunschweig, als er Alex ersetzt hat. Jonas Hoffmann hat früher in Nürnberg bei den Profis, als er dort mit dabei war, immer auf der Verteidigerposition oder Außenverteidigerposition gespielt. Es wären Alternativen. Schulle bleibt im Zentrum. Dafür haben wir es zu wenig gespielt. Also wir haben, also offiziell stand ja, glaube ich, bei Kicker auch, dass wir mit Dreierkette gespielt haben gegen Zwickau. Das war ja nicht der Fall, sondern es war einfach nur eine sich aus der Grundordnung des Gegners erzwungene Situation. Das Problem ist einfach, dass wir das zu wenig bisher gespielt haben, um da Automatismen entwickelt zu haben, vor allem im Spiel gegen den Ball. Da muss sich jeder hundertprozentig drin wohlfühlen, um irgendwie mit Dreierkette, das ist dann doch schon manchmal ein unterschiedliches Verteidigungsverhalten. Kannst du vielleicht nochmal kurz was zu Jules Reimering sagen, der eigentlich ja öfter zum Kader gehört, aber... Ja, herzlichen Glückwunsch, der ist gerade wieder Vater geworden, das kann ich zu dir sagen. Also das ist erstmal das Allerwichtigste. Das heißt, dass er spielt als Geschenk. Am vergangenen, ein Geschenk kriegt keiner, nur weil er, dann würde ich ja auch dauernd Geschenke kriegen, weil ich Vater geworden bin. Entschuldigung, er wird nur Geschenke kriegen, er ist dreifacher Vater. Also nein, der ist, da sind wir alle froh drüber, dass er ist zum zweiten Mal Vater geworden, hat sein Kind und ich glaube, das ist mehr wert als jeder Sieg. Er hat sein Kind selbst mit auf die Welt gebracht, zu Hause, mit einer Hebamme. Mhm. Und das war letzte Woche Freitag, ne, als wir in Zwickau waren. Ne? Ich glaube, ja. Und das ist das, was ich gerade zu ihm sagen kann. Dass er wahrscheinlich total glücklich ist, dass sie jetzt zu viert sind und alle gesund und munter sind. Mhm. Und zu seiner sportlichen Entwicklung hier in Lotte?
Er ist in einer Konkurrenzsituation, andere haben gerade die Nase vorne und kann sich übers Training anbieten, so wie jeder andere auch. Maximilian Seilwig hat nach dem KSC-Spiel, ist er in Zwickau von der Bank gekommen, hat dann das Tor gemacht. Ist er jetzt auch wieder ein Startelf-Kandidat oder haben da andere dann vielleicht noch wie Schinan oder vielleicht Felix sehr gut die Nase vorne? Also es ist ja immer so, wenn wir uns da dazu oder Gedanken dazu machen, wie eine Formation aussehen kann, dann gibt es ja zwei Dinge, die mit einfließen. Zum einen die Trainingsleistung über die Woche, manchmal aber auch ein taktischer Gedanke, weil man muss sich davon lösen, finde ich, dass nur da diese 11 Spieler gibt und die irgendwie von Woche zu Woche immer starten, sondern der Gedanke war ja in Zwickau bewusst einen Gegenpart zu bringen zu diesen großen Spielern. Gerade mit Sinan Spieler, kleinen, flinken Spieler reinzubringen, mit Toni kleine, flinke Spieler in diesen Zwischenräumen, die agieren, um den Gegner auch immer in Umschaltbewegung vor Probleme zu stellen. Und das muss man irgendwie auch verstehen und das müssen auch die Spieler verstehen, dass manchmal Entscheidungen getroffen werden, weil eine Idee dahinter steckt oder ein Matchplan dahinter steckt. Und das kann jetzt zum Wochenende wieder so sein. Und das kann aber auch so sein, dass dann Maxi dazugehört, genauso wie Schulte dazugehört oder genauso wie vielleicht ein Innenverteidiger dazugehört, wo vielleicht ein anderer spielt oder was auch immer. Also es gibt die unterschiedlichen Gedankengänge, die man manchmal als Trainer hat, die man erst im Nachhinein natürlich weiß, ob sie passen. In dem Fall würde ich sagen, ist es zu 100% aufgegangen. Und es zeigt ja auch nur die Entwicklung von Maximilian Osterhellwig, dass er in so einem Spiel dann reinkommt, nicht schlecht drauf ist, obwohl er mit Sicherheit irgendwo natürlich auch den Anspruch an sich hat zu spielen und das sich alles auch verdient hat aufgrund seiner Saison, die er bisher spielt, sondern glaube ich die 100%ig richtige Reaktion zeigt, denn der Mannschaft nochmal einen Push zu geben in einer Situation und dann das Spiel letztendlich mit seinem Freistoßtor zu entscheiden. Das zeigt einfach nur, dass er positive Energie hatte, die er dann praktisch in diese Mannschaft hineingebracht hat. Das zeigt erstmal, dass er einen feinen Fuß hat. Dafür, das auf jeden Fall. Aber er tut auch was dafür. Also ich meine, das sieht man ja sonst nicht so, aber wenn die halt nach dem Training nochmal ihre Freischüsse schießen, dann dient das natürlich auch irgendwo dazu, sich gewisse Automatismen anzueignen, klar. Ja, und Lindner war inzwischen noch nicht dabei. Ist er wieder eine Alternative für den Kader? Das gilt bei ihm genauso wie für Jules. Also die Spieler, die uns im Training am meisten überzeugen und wir haben eine gewisse Konkurrenzsituation im Offensivbereich, die werden letztendlich auch Alternativen sein. Aber er ist fit, das wollte ich. Er ist fit, war letzte Woche auch, ja. Also das ist mir egal, wer oder wie, es geht einfach nur darum, im Training Vollgas zu geben. Michael, du hast einen Vertrag bis zum Saisonende. Kannst du dir vorstellen, länger hier in Lotte zu bleiben? Ja, aktuell kann ich mir das gut vorstellen. Ja? Es macht Spaß. Der Erfolg ist da, ne? Ja, wie gesagt, den Teamgedanke, den ich vorhin angesprochen habe, der ist zurzeit wirklich das, was wirklich Spaß macht. Ich komme hierher und habe eigentlich jeden Tag Bock auf die Jungs, Bock aufs Training und aktuell läuft es, würde ich sagen. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Meine Frau fühlt sich wohl, wir haben einen Kindergartenplatz quasi gegenüber und das sind so Sachen, also die kommen natürlich. Nee, ich wohne in Osnabrück. Ne? Und das sind so Sachen, die kommen dann, ja, wenn man halt Familie, wenn man Kinder hat, irgendwo mit dazu. Mhm. Ja, deswegen wäre ich nicht abgeneigt, noch ein Jahr zu bleiben oder zwei.